Hallo, meine werten Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und ja, wir haben hier ein paar Kinder. Und die wollte ich mir mal eben angucken, ob wir die eventuell behalten wollen. Also er ist flatterhaft und mag keine Frauen. Das ist schon mal schlecht. Der hier ist zäh und hat ein gutes Gedächtnis, ist allerdings ein Neandertaler und kommt überhaupt nicht mit Fernkampf klar und ist total unsozial. Okay. Also irgendwie ist der interessant, aber irgendwie auch nicht. Also er hat eine starke Immunität, er ist ein langsamer Läufer, das ist ganz schlecht. Das hier ist ganz, ganz schlecht. Er macht viel Schaden im Nahkampf, ist robust, also, ja gut, er ist langsam, aber er hält auch wirklich enorm viel aus. Er ist aber in vielen Sachen kacke. Ich weiß nicht. Aber starke Immunität und sehr robust allgemein, also der ist... Und er kann Sachen tragen. Und er hat ein gutes Gedächtnis. Und er ist C. Was ich gut finde. Also dann C zählt ja nochmal zu diesem Xenotype dazu. Das heißt, er ist C, aber er ist auch robust. Das heißt, der Kleine hier ist praktisch unkillbar. Okay, unkillbar nicht, aber er hält viel aus. Er hat auch keine körperlichen Zustände. Ja. Kann man machen. Wir müssen mir eben kurz Joints da reinpacken und dann werden wir den wahrscheinlich gleich mal entführen. Dann müssen wir die anderen Kinder eventuell zusammenschlagen, wenn die sich wehren dagegen. Aber der hier ist eigentlich gar nicht schlecht. Und das ist an Dings auch irgendwo toll, ne? An Biotech. Übrigens hole ich mir mal eben Kaffee. So, da bin ich wieder mit meinem Kaffee. Für euch ist das nur eine Sekunde. Übrigens, weil ich das Paket hier gerade sehe, ich habe heute Kräuter angepflanzt. Aber erzähle ich euch, wenn sie überhaupt gekeimt sind, ja. Irgendwann mal. Eigentlich die falsche Temperatur dafür. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist an Biotech ja toll, dass man so viele verschiedene Xenotypes hat und wirklich abwägen muss, brauche ich den gerade, brauche ich den nicht. Und dass die richtige Stärken haben, dass man wirklich überlegen muss. Und das ist wirklich verdammt gut an Biotech. Dass man viel mehr Charaktere bekommt, die wirklich einzigartig sind auf ihre Art und Weise. Ne? Also dass sie der eine zum Beispiel sehr gut im Lernen, hat dafür aber vielleicht einen Nachteil im Sozialen. Oder er kann sehr gut lernen, ist gut im Sozialen, aber kann überhaupt nicht kämpfen oder nur schlecht. Und da muss man halt selber überlegen, okay, kommt man damit jetzt klar oder nicht? Inwiefern bringt der Kolonie im jetzigen Status diese Person etwas? Also ist das sinnvoll oder nett? Und diese Überlegung, auch mit den Xenokeimen und QKG, ist, finde ich, schon sehr viel ausgeprägter in Biotech. Aber gut, kommen wir zur Eingangsfrage. Lohnt es sich, den hier zu entführen? Ah. Also falls die Kinder sich wehren, müssen wir ready sein. Also wir werden mal eben kurz Gear Up and Go machen. Es ist so geil, oder? Es ist so geil. Es ist... Ich liebe dieses Ding. Es ist genial. Der Fafflocker ist auch gut. Aber ich glaube, dass mit Gear Up and Go ist besser. Also ich komme damit besser klar, muss ich sagen. So, jetzt haben wir die im Kampfbereitschaft hier. Und vor allem geht es gefühlt auch schneller. Also ich habe das Gefühl, dass das schneller geht. Oh, da ist noch einer. Ich hab, glaube ich, den einen nicht gesehen, ne? Känguru. Känguru ist neurotisch. Also er arbeitet schnell, aber er hat auch nicht so eine gute Nervenbelastungsgrenze. Schwierig. Übrigens können wir den hier theoretisch auch wieder rausholen. Er wird aber nie wirklich gut werden in Fernkampf.
Wir könnten ihn aber Kunst machen lassen. Aber er ist auch schon 11. Bei ihm hier hätten wir zwar dieses Neurotische, aber er ist noch formbar. Also ich würde sagen, wir entführen die beiden Kinder. Was ist da draußen los? Ich weiß nicht, was da draußen los ist. Mir ist es gerade auch... Egal. Wir werden jetzt hier erstmal kurz das Bett bauen. Völlig ausreichend, Julian. Völlig ausreichend. Dann komm mal her. Ihr hört das nicht, oder? Nee, ich glaube, ihr hört das nicht. Draußen ist irgendwas los. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwas ist los. So. So, den haben wir 100%ige Chance. Da haben wir... Also Känguru ist formbarer. Das heißt, es ist sinnvoller, wenn wir Känguru erstmal einsperren, dann gucken, was mit den anderen passiert. Hm, 68%. Okay, 83 hier. Inhaftiere. Ja, verdammt. Nein, nicht. Wobei, du vielleicht. Ich will das eigentlich nicht. So, wir müssen mal eben kurz alle auf Schießen verbieten. Keine Unwie. Seht ihr, wie wenig Schaden der kriegt? Das ist so brutal. Da, der kriegt überhaupt keinen Schaden. Überhaupt keinen Schaden. Okay, 11 Stunden. Bald hammern. Also er hat... Okay, 8 Stunden. Jetzt müssen wir ihn mal eben kurz ein bisschen in Ruhe lassen. Wir verfolgen ihn. Ich weiß, es ist wirklich gemein, ja, weil es ist ein Kind. Aber wir werden uns gut um ihn kümmern, ja. Er wird ein Guter. Wir werden ihn gut um ihn kümmern, meine ich. Joshua, mein lieber Joshua, kannst du mal eben bekehren? Schläft gerade, okay, kacke. Da müssen wir uns natürlich auch ganz schnell drum kümmern. Wie viel Blut hat er noch? Bewegen 32%. Ja, müssen wir natürlich erstmal gucken, ne? Also der wird wahrscheinlich nicht wegkommen. Ne, der wird nicht wegkommen, denke ich. Das ist natürlich sehr gut. Ich würde sagen, dass wir hier auch mal eben kurz sagen, ja, dass wir das hier wegmachen. Es ist so gemein, ne? Aber er wird nicht sterben. Wir werden uns gut um ihn kümmern, versprochen. Weil guckt, er kann nicht fliehen. Er kann nicht fliehen. Das ist der große Nachteil bei dem Charakter. Wenn der angehauen ist und er ist alleine, ist er quasi... wehrlos. Ne, seht ihr hier. Bis der da hinten ist, ist er umgefallen, denke ich. Der hat jetzt mittlere Schmerzen, Blutproduktion, aber steht hier nirgends, wie viel Blut er noch hat. Doch, Blutverlust, schwerer Blutverlust. Das heißt, bald kommt der Extreme. Das macht er nicht mehr lange. Keine Eroberung, okay, der Rush. Ach ja, Rush müssen wir noch benennen, ne? Und da ist er umgefallen. Jetzt können wir ihn entführen. Er lebt noch 3 Stunden. Das heißt, wir müssen ihn mal eben kurz ganz schnell behandeln. Das machen wir hier.
Okay, da wir ihn theoretisch, wir können ihn im Nahkampf sehr schlecht fertig machen. Dementsprechend müssen wir ihn jetzt zurückbringen mal eben. Rasch tobt sich aus, okay. Sehr schön. Jetzt müssen wir eben kurz gucken, dass wir hier irgendwie das noch ein bisschen ummodeln. Weil wir können das, ja, wir können das jetzt so nicht machen hier. Scheiße. Weil der eine, der ist zu brutal. Der ist einfach zu stark. Das kann ich auch nicht machen. Das können wir machen. Der wird sich wohl kaum das Ding da in die Vene ballern. So, und da haben wir jetzt die Fäulnis. Hallo? Das können wir gleich sofort wegmachen, aber wir haben gerade ein anderes Problem. Wir haben hier kein passendes Bett, okay. Für Gefangene, so, müssen wir mal eben kurz fangen, so. Tod in 3 Stunden, deswegen müssen wir hier, erfolgt bereits, okay. Oh, habt ihr das gesehen? Super, oder? Und jetzt können wir auch den anderen gleich ganz schnell von uns überzeugen, also den Känguru. Weil der ist anscheinend ein bisschen leichtgläubig. Ich meine, das ist ein Kind. Und dementsprechend können wir ihn dann auch gleich nochmal bekehren. Können wir nochmal sagen, hier, was für großartigen Glauben wir haben. Und er ist auf 4,49. Also Kinder zu überzeugen, super einfach. Gut, das ist es ein Kind, ja. Also das ist schon sehr gut, dass wir die als Kinder jetzt haben. Weil der eine ist jetzt schon so stark. Jetzt stellt euch den mal als Erwachsenen vor. Wir haben ein Neandertaler Kind. Stella der Fraktion hat erfahren, dass Drake in Sympathiebach zu Gast ist. Hashor Vereinigung Ruf plus 100. Imperium der Eau Ruf 0. Hä? Ach, eine Flüchtlingsgruppe. Und wenn wir rasch... Nehmen wir mal Drake. Verraten, bekommen wir ein Hightech-Bauteil. Oh, Drake. Oh, Drake. Ich habe das nur gemacht, damit du besser schlafen kannst. Keine Sorge, da passiert jetzt nichts. Ganz ruhig. Alles gut, alles gut. Es wird alles gut, es wird alles gut. Okay, wir haben eine Kapsel gekriegt und wir haben dem Imperium einen Dienst getan. Das ist wichtig, ne? Wir müssen mit den Grünen sein. Und wir haben ja eine schöne Skulptur mit 100. Stell die da mal hin, stell mal hin. Sehr schön. Die können wir gleich daneben stellen. Mach mal. Übrigens steht die draußen aus unerfindlichen Gründen. Ist auch egal. Billardtisch braucht Platz. Na gut.
machen wir es halt so. So, auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Kinder hier. Und die können wir super überzeugen. Und das finde ich einfach geil, dass wir so schnell hier vorankommen mit denen. Deswegen, Kinder lohnen sich einfach unglaublich. Also die zu entführen jedenfalls. Das lohnt sich definitiv. Ist nur kacke, dass die sich wehren können. So, der wurde bekehrt. Beim Dings weiß ich nicht, wie sich das da verhält. Hier genau, Convert sein Recruit. Der ist ja auch so ein bisschen dumm, ne? Der hier, weil das ist ja ein Neandertaler. Der ist ja nicht die hellste Birne. Ich weiß nicht, wie das mit dem ist allgemein, ob man den überzeugen muss. Doch, muss man. Aber der ist auch nicht loyal, oder? Nee, ist er nicht. Bekehrt. Joshua hat Känguru bekehrt. Genau, Glaubenskrise. Von... Hä? Das wird schon wieder. Wir sind ganz toll. Gefängnis, er hat nur einen Widerstand von 5. Das ist unglaublich niedrig. Der hat auch nur einen Widerstand von 7. Das geht auch richtig schnell. Genbank benötigt Strom. Ja, das kommt ja, kommt dann wieder. Echt cool. Also, das finde ich wirklich richtig nice. Wir haben hier einfach mal zwei Kinder bekommen. Und die sind beide richtig gut. Also gut, der eine ist ein bisschen besser. Und Känguru, ja, Känguru ist auch in Ordnung, würde ich sagen. Inventar, Kinderhemd ist auch nicht so toll. Den können wir gleich erstmal schöne Sachen machen. Ne? Also bei uns haben die das viel besser als irgendwie auf der Straße, ja, wo die ja herkommen. Also so gesehen haben wir Straßenkinder adoptiert. Gegen ihren Willen. Aber wir haben sie adoptiert und kümmern uns gut um sie. Ich meine, draußen in der gefährlichen Weite, was hätte da alles passieren können, ne? Ach ja, das verkaufen wir lieber, machen wir lieber nicht. Qualität schlecht, die ist normal, ja gut. Können wir eigentlich auch kaputt machen, ganz ehrlich. Also die schlechten Skulpturen, die will auch keiner. Ey! Bist du des Wahnsinns oder was? Einfach mal Stahl verschwendet, der Idiot. Naja gut, gucken wir mal. Ich bin gespannt gleich bei dem. Aber der ist bewusstlos, wie es scheint. Aber der wird sich halt auch schnell erholen. Na, wir haben den ja auch gut gepflegt. Kann wieder laufen. Oh, er ist wieder da. Er ist wieder da. Aber er schläft. Scheiße. Ah, wie viel hat er denn? Ui, einen halben Widerstand weg. Das geht auch schnell. Hier bekehren sollte bei dem auch richtig schnell gehen. Der ist, auch wenn er nicht so helle ist. 20% pro Ansprechen, das ist enorm viel. Da kommen wir schnell voran. Was ich ganz vergessen habe, was wir mal eben machen, ist Namen raussuchen für Rush. Rush ist jetzt auch schon eine Weile da. Und dementsprechend müssen wir den mal eben kurz einen Namen geben, weil Rush ist ja nur die Abkürzung für seinen richtigen Namen. Wo haben wir also den Fuchs? Da haben wir den Fuchs. Dann machen wir eben kurz auf Stumm schalten und dann geht's los hier. Und zwar haben wir Diva Soul. So. Rush wird zu Diva Soul. Das wollte ich heute nochmal eben machen, weil ich habe das völlig vergessen. Die beiden Kinder kriegen natürlich dann auch einen Namen. So. Die werden übrigens so enorm schnell einem hier angeworben, das ist irre. Da, guckt euch das an. Widerstand 3 nur noch. Der geht so schnell runter. Ich glaube, die haben auch keinen Bock, eingesperrt zu sein. Verständlich. Känguru ist glücklich. Naja, er kann nicht lernen, also eigentlich ist er nicht glücklich, aber... Apropos, wir müssen dann ein Kinderzimmer einrichten, ne? Was soll denn die Scheiße?
Frechheit. Gut, Känguru wird angeworben, der andere wird auch angeworben. Das dauert bei dem auch nicht lange. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie der später so sein wird, weil der hält wirklich enorm viel aus. Als Kind schon, ne? Und als Kind sind die ja zerbrechlicher. Aber der ist zäh und noch robust. Also der wird richtig heftig sein, denke ich. Gut, meine Lieben. Aber ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, so zum Abschied wollte ich noch was erzählen. Genau, ich habe heute Gartenkresse, Schnittlauch und Petersilie angebaut. Genau, Basilikum war ich noch im Überlegen, ob ich das vielleicht noch mache. Ich weiß nicht, ob was davon keimen wird, weil ich habe hier 12 Grad, nicht 15, eigentlich bei 15 bis 20 keimen die, so wie ich das gelesen habe. Aber mal gucken, vielleicht habe ich Glück. Und wenn nicht, dann nicht. Ich habe sie jetzt ans Fenster gestellt. Da haben sie schön Feuchtigkeit und schön Sonnenlicht. Und dann mal gucken. So, wie gesagt, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und tschüss.